Okay. Ich kann sie hören. Die sind da oben und warten nur darauf, dass ich ihnen unter die Augen trete. Duales Kraftfeld ist in Betrieb. Kontrollfelder zum Deaktivieren befinden sich wahrscheinlich in der Nähe. So, primäre Schaltkraft des Kraftfelds deaktiviert. Sekundärer Schaltkreis deaktiviert. Und das Kraftfeld ist aus. Sehr gut. Ich glaube, das bleibt doch für immer aus. Die Piraten machen das jetzt dann nicht nochmal an. Das wäre ein bisschen komisch. So, irgendwo da oben sind die doch. Ich kann sie hören. Und Samus kann sie wahrscheinlich sogar riechen. Ja, da oben ist einer drin. Der sieht mich aber noch nicht. Ich glaube, hier versuchen sie sich, glaube ich, durch diese Decken, Klappen da irgendwie immer welche anzuschleichen. Die versuchen mich ein bisschen zu verarschen. Oh, jetzt hat er mich bemerkt. Da ist er. Oh, das sind richtig viele. Komm mal. So, ich glaube, das sind trotzdem alles noch nur ganz normale Weltraumpiraten bisher. So. Icebeam ist aber da schon sehr, sehr effektiv gegen die. Einfach einfrieren und dann Rakete drauf und tot. Können die nichts machen. Können selbst die nichts machen. So, hier zum Beispiel. Ja, richtig fies, ne? Dachtest du wohl, du kannst mich hier überraschen. Jumpscare, vergiss es. Darauf war ich schon vorbereitet. Da musst du früher aufstehen, um Samus hier zu verarschen. Der Scan des Kranz deutet darauf hin, dass er kürzlich benutzt wurde. Momentan ist er nicht in Betrieb. Ja, und rein zufällig hat der Kran eine Spider-Ball-Schiene hier dran. Ich glaube, die Tür war ja für die andere Seite. Da kommen wir dann nämlich wieder raus. Das ist so ein Rückweg. Da können wir dann nämlich da drüben, man sieht es eh ein bisschen, da ist ein Scanfeld. Das Steuerungssystem des Kranz scheint intakt, es fehlt jedoch die Stromversorgung. Die Energieleitung zur Aktivierung des Steuersystems befindet sich wahrscheinlich in der Nähe der Kontrollkabine auf der gegenüberliegenden Seite. So, war hier nicht auch für den Wavebeam was zu machen? Ja, genau hier. Zack. Jetzt hat der Kran wieder Strom. Transport von Baustoffen abgeschlossen. Verarbeitung der Lieferung für die Xenom-Wachteams ist in Vorbereitung. Jegliche Phasen-Mutationen sind dem wissenschaftlichen Team umgehend mitzuteilen. Alle Einheiten mit vorteilhaften Mutationen erhalten eine Gehaltssteigerung und zusätzliche Verpflegung. Mögliche Kandidaten für die Elite sowie für den Einsatz in der Truppe werden derzeit vom Kommando ausgewählt. So, der Kranturm wird neu ausgerichtet. Praktisch. Das holen wir uns doch gleich mal. Ja, genau, von hier einfach mit dem Binnenball. Bin froh, dass sie das nicht eingedeutscht haben. Stell dir vor, die hätten wirklich das Wort Spiderball eingedeutscht und daraus Spinnenball gemacht. Das hätte jetzt nicht so geil gepasst. So, und ich glaube, damit haben wir jetzt unsere 150. Munition, Dings, ihr wisst schon. Upsi. Genau, jetzt haben wir 150 Missiles insgesamt, also nochmal 100 Stück mehr können wir bekommen. Für insgesamt 250 Schuss. So. Gut, also wie gesagt, oben lang bringt uns noch nichts, zu der Tür kommen wir eh noch nicht hin. Wir gehen jetzt mal hier unten weiter. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg gewesen. Das andere ist dann ein Rückweg. So. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Hier kommen jetzt, glaube ich, schon bald neue Piraten. Das geht, das mit Dezim scheint instabil zu sein. Warte mal, konnte man hier irgendwo.
Genau, Abwehranlage dieses Abschnitts ausgeschaltet. Verarscht. Diesmal habe ich euch verarscht. Das finde ich aber praktisch, dass die so eine Möglichkeit in manchen Räumen einfach eingebaut haben. Wenn du aufmerksam genug spielst, dann findest du hier solche Kontrollfelder zum Scannen. Und dann kannst du diese Geschützanlagen einfach deaktivieren und dann sind die ausgeschaltet und können dich nicht mehr angreifen. Das ist schon praktisch. Ich könnte sie zwar jetzt auch noch kaputt machen, aber ist jetzt eigentlich gar nicht notwendig. So, Abwehranlage ist ausgeschaltet, genau. Blubblub. So, das geht erst später. Und dann gehen wir mal weiter. Schön vorsichtig. Sicherheitsstation der Minenanlage. Oh je, ich glaube, hier kommen jetzt schon die ersten neuen Spezialpiraten, nenne ich sie immer ganz gerne, weil die besondere Fähigkeiten und Waffen haben. Ja, nee, warte mal. Ah nee, das ist noch so ein Schattenpirat, den meine ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Den habe ich gar nicht gemeint. Ich kann dich sowieso sehen. Deinen Kollegen kann ich auch sehen. Na, wer versteckt sich denn da im Dunkeln, hä? Dann im Tarnkappen-Modus, hä? Was willst du hier versuchen, hä? Wen willst du hier verarschen? Komm her. Oh, war dir ein bisschen kalt, hm? So, was haben wir denn hier? Kraftfeld aktiv, Zutritt nicht genehmigt, aber hier ist sowieso eine rote Tür, das ist für ganz, ganz spät erst. Da brauchen wir schon den Plasma-Beam. Ah, da kommen sie jetzt, Achtung. Da sind sie. Das hier sind nämlich sogenannte Wavebeam-Piraten. Weltraumpiraten mit Wavebeam-Ausrüstung. Den Weltraumpiraten ist es gelungen, einige Waffentechniken der Schoßerentwicklung nachzubauen. Zu diesen Techniken gehört der Wavebeam. Aufgrund von Konzeptionsmängeln ist der Wavebeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Bewaffnung ist im Vergleich zu dem Original aus der Schoßerentwicklung als minderwertig einzustufen. Tja, Kopie ist eben nie besser als das Original. Dennoch ist die Kraft dieser Waffe nicht zu unterschätzen. So, das heißt, die bekämpft man am besten mit dem Wavebuster. Yeah, ist das geil, hä? Das ist richtig geil. Wavebuster ist schon eine feine Sache, aber verbraucht halt sehr viele Raketen. So, ich glaube, das war der letzte. Nicht insgesamt, aber für den Raum, glaube ich, war das jetzt der letzte. Ja, Door is unlocked. Sehr schön. So, was zur Hölle ist das denn hier? Ich jetzt sperre aktiv. Biometrisches Muster eines Weltraumpiraten erforderlich. Zutritt verweigert. Was soll das denn? Ganz schön frech. So, oder kommen hier noch welche? Kommen hier nochmal Piraten? Nee, ich glaube, das war's. Ey, weil sonst hätte das Spiel ja nicht gesagt, nur Türen entriegelt. Solange nicht alle Piraten tot sind, sind die Türen nicht auf. So, und das hier? Zahlreiche Haare sind innerhalb des Zugangs, das ist mein, ja, das ist alles dann wieder für später. Backtracking. So, alle hopp. Sicherheitszugang B. Kann man nur so hässlich sein? Also echt mal. Ah, da noch einer. Ja, ich sage jetzt, ab hier kommen schon sehr, sehr viele Piraten. Aber die haben doch alle keine Chance. So, warum brauche ich jetzt hier wieder den Icebeam? Sehr komisch. Zack.
Oh je. Oh je, oh je. Eliteforschung, oh je. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Guckt euch mal an, was da drin ist. Identifikationscode EPG-8642, Reihe 23, Testbezeichnung Elite Pirat Alpha. Außenhülle des Behälters ist mit einer Legierung aus Bendezium versehen. Und noch können wir froh sein, dass der Typ auch da drin bleibt. Wir wissen jetzt schon durch die ganzen Pirateneinträge, dass sie auch mit ihren eigenen Leuten Experimente gemacht haben bezüglich Phazon. Und der Typ hier da drin ist, naja, schon ein ganz anderes Kaliber. Nachfolgend einer Auflistung der empfohlenen Kampfausrüstung für Elite-Piraten. Ultramontierte Plasma-Artilleriekanone reflektieren das Schutzschild, Wellenbebengenerator, Energieabsorbersystem und einziehbare Handgelenksbajonett. Holy moly, was die alles haben. So, da haben wir auch gleich einen neuen Eintrag. Eintrag 11001.9. Erste Experimente an Embryos von Welt. Alter, die machen das schon mit den Embryos? Mit dem. Was? Wie krank sind diese Weltraumpiraten drauf? Erste Experimente an Embryos von Weltraumpiraten, die im Rahmen des Helix-Projekts erfolgten, fielen katastrophal aus. Die Phazon-Infusion brachte degeneriertes Hirngewebe hervor. Gleichzeitig vergrößerte sich allerdings auch die Muskelmasse. Keiner der Elite-Piraten, wie wir sie bezeichnen, erreichte die Geschlechtsreife. Die wenigen, die ihre Kindheit überstanden, erlitten als Jugendliche starke Schockanfälle und töteten jedes Lebewesen in ihrem Wahrnehmungsbereich. Doch vor kurzem gelang dem Forschungsteam Sclera ein entscheidender Durchbruch. In ihren Parasitenstudien erzielten sie hervorragende Ergebnisse mit einer Phazon-Sorte, die den Codenamen Vertigo trägt. Daraufhin gelang es uns, die Kombination von Vertigo-Phazon mit der DNS vom Weltraumpiraten. Mit ausgezeichneten Resultaten. Die jüngste Gruppe von Elite-Piraten hat das jugendliche Stadium erfolgreich abgeschlossen und steht für Einsatztests und zur Ausbildung bereit. Es ist so heftig. Die haben an Embryos experimentiert mit Phazon und die meisten sind da einfach draufgegangen dabei. Die haben das nicht überlebt. Ihre eigenen Leute, so grausam sind die Weltraumpiraten. Also solche Opfer gehen, also die gehen auf solche Opfer, wie sagt man denn? Die nehmen solche schweren Opfer in Kauf, nur um das Universum zu beherrschen. Also krank. Richtig krank. Das sieht man mal, wie grausam und brutal die Weltraumpiraten in Metroid eigentlich, wie die drauf sind. Das sind richtig miese Typen. So, Plattformsystem aktiviert. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Also, das sind richtig miese Typen. So, da oben ist nochmal so ein Wavebeam-Pirat. Gleich mal auf dem Wavebeam wechseln. Ja, wie gesagt, den Typen lassen wir noch schlafen, den können wir jetzt eh noch nicht befreien. Warum auch immer wir das wollen würden, wird sich später noch zeigen. So. Ich finde das so heftig, ne? Also wenn du dir diese ganze Lore erstmal durchliest von dem Game, dann merkt man erstmal, wie unfassbar krass es hier eigentlich zugeht. So, das Schöne ist bei den Wavebeam-Piraten, wenn ich die selber mit dem Wavebeam angreife, dann kann ich die schön paralysieren. Dann können die eigentlich eh nicht so viel machen. So, warte mal. Schleicht er sich von hinten an? Was machst du denn da drüben? Kommst du hier? Und tot. Tja. Funktioniert wohl doch nicht so gut, der Wavebeam für die Piraten, ne? Ist wohl doch ein bisschen in die Hose gegangen. So, an alle Stationen. Sicherheitsalarm. Lebensform Samus Aran ist auf Talon 4 gelandet. Also die wissen definitiv, dass wir hier sind. Der Jäger ist unter uns. Alle Einheiten werden hiermit angewiesen, bei Sichtung von Aran unverzüglich anzugreifen. Erlaubnis zur Ausschaltung mit sofortiger Wirkung erteilt. Jegliche Sichtung von Aran ist umgehend dem Sicherheitskommando mitzuteilen. Wenn sie die schon vorher ins Gras beißen. So, wieder mal Plattform aktiviert.
Oh Gott, ich glaube, da oben sind noch mehr von denen. Da sind noch mehr. Oh! Gelb? Moment mal. Das heißt ja dann neuer Typus. Es gibt nämlich auch Powerbeam-Piraten. Weltraumpirat mit Powerbeam-Ausrüstung. Naja, auch hier wieder minderwertig anzustufen. Mit denen bringen Super Missiles auch richtig was. Und schon ist er down. So. War das der einzige? Ich glaube, jetzt sind hier, also auf dem Radar sehe ich jetzt auch keine Gegner mehr links oben. Dann waren das, glaube ich, alle. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Strukturstabilität bei 8%, sozusagen Anwirken des Pulsbeams könnte Einsturz verursachen. Ach so, dieses riesige Ding da oben. Pulsbeam für den industriellen Einsatz, in dieser Ausführung zum Betrieb in Minen vorgesehen. Ja, schade, dass wir das Ding nicht an Samus Arm dran schrauben können. Strukturstabilität bei 42%, signifikantes Wärmemuster entdeckt, zusätzliche Anwirkung des Pulsbeams könnte Einstürze verursachen. Man stellt euch mal vor, Samus könnte das Ding einfach abschrauben und sich an ihren Arm so dran montieren. Die ballert ja einfach alles über den Haufen dann. Wäre, glaube ich, ein bisschen OP. Aber auch ein bisschen schwer zu tragen. So, an alle Einheiten. Umgehend Kampfstellung beziehen. Gehorsamsverweigerung bei dieser Order erfüllt den Tatbestand des Verrats. Verrat mit Hinrichtung geahndet. Hier sind wir sogar die Clown-Abdrücke von denen. So, industrieller Pulsbeam einsatzbereit. Automatische Auslösung aktiviert. So, mit dem Ding hier kann ich das auch drehen. Ja, wenn wir... Samus, ey, das kannst auch nur du, ne? Jetzt war wieder runtergefallen, super. Hat du gut gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich kann mit dem Boostball das Ding auch drehen. So. Jetzt einfach nochmal scannen. Und Feuer. So, guck mal. Da ist einfach eine Tür dahinter. So, aber jetzt haben wir ja gesehen, auf der anderen Seite bei der Wand ist ja irgendwie noch was. Hier war, glaube ich, noch irgendwie... Genau, die Wand hier. Die können wir nämlich die ganzen Wände jetzt erstmal noch aufballern. Und irgendwo... Ich weiß nur nicht mehr, hinter welcher Wand. Hinter irgendeiner Wand war noch ein Missile-Container versteckt, glaube ich. Nee, hier auch nicht. Ich glaube, der war hier hinter. Ich glaube, der war ganz links. Dazu sehe ich jetzt manchmal lieber alle Wände kaputt, die man kaputt machen kann. Na, hier ist auch nichts. So. Ich glaube, hier war jetzt was. Achtung und... Feuer! Da ist das gute Ding. Hab ich's doch gewusst. Her damit. So. Wenn schon, denn schon. Und jetzt können wir weitergehen. Wie gesagt, der Elite-Pirat Alpha, der kann noch ein bisschen schlafen. Der wird später noch wichtig. So. Lass dich einfach fallen. Ist doch egal. Oh je, der Raum war ein bisschen nervig. Erzaufbereitung. Oh je. Oh nein, ja, das... Oh, wen haben wir denn hier? Was macht ihr denn hier, hä? Bitteschön, friss! Oder eine Supermissile und der ist down. Also die sind gar nicht so stark. Zumindest nicht auf normal. Im Hardmode, glaube ich, halten die ein bisschen mehr aus. Aber ich glaube, da reichen da, glaube ich, auch zwei Super-Missiles und die sind tot.
So, was ist das denn bitte? Dieses Hologramm zeigt die Konfiguration der Säule an. Die Säule besteht aus mehreren rotierbaren Teilabschnitten. Sie lassen sich individuell ausrichten, um zu unterschiedlichen Bereichen gelangen zu können. Durch Drehung der Teilstücke ändert sich der Verlauf der Magnetschiene. Wer hätte es gedacht? So. Wir müssen nämlich diesen Turm, also die haben das wenigstens gut gemacht mit den Farben. Eine gelbe, eine blaue und irgendwo da oben, genau, auch noch eine rote Magnetspur. Jetzt müssen wir uns das erstmal richtig rumdrehen, weil sonst kommen wir da gar nicht rauf. Also hops und zack. So, das Hologramm soll jetzt eigentlich nur helfen, dass man gleich sieht, wo führt welche Spur hin. Jetzt gehen wir mal die blaue Spur entlang. Aha, okay. Hier haben wir den Aktivator für die Mitte. Also wir können unten, Mitte und oben können wir drehen. Das heißt, jetzt drehen wir mal den Mittelteil. Jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir irgendwie das alles miteinander verbinden. So. Okay, ich sehe auch gerade die... Habt ihr gesehen, die blaue Spur geht nicht weiter als wie bis hier, aber die rote Spur, die geht jetzt... Warte mal, bis wo geht denn das? Wenn ich jetzt da unten anfange... Aha, dann komme ich da hin, aber da würde ich einfach runterfallen. Also das ist Quatsch. Nee, ich glaube, da müssen wir doch erstmal die gelbe Spur verbinden. Oder ist die schon richtig? Nee, die hört hier einfach auf. Gelb geht dann noch bis dahin. Da musste ich... Nee, warte mal. Nee, Blödsinn, Rot muss dahin. Rot ist jetzt eh doch die nächste Spur, die wir benutzen müssen. Muss ich das noch zweimal drehen? Oder drei... Nee, dreimal so, oder? Nochmal. So, genau. Jetzt ist nämlich die rote Spur da unten schon mal... Also oben verbunden, meine ich. Oben, unten, hinten, vorne, hinten, links, rechts. Ihr wisst ja schon... Dreht mich hier noch im Kopf und Kragen. So. Jetzt muss ich es hier unten nochmal drehen. Sonst passt das ja nicht zusammen. Und ja, ich habe es schon gehört, da oben sind noch mehr Piraten. Natürlich, die sind ja überall. So, also. Rote Spur. Yes. So. Wo war jetzt hier nochmal so ein Pisser? Piratenpenner? Ach so, ach, da bist du. Was hast du denn da oben? Bist auf mich gewartet, hä? Huh? So, hier, friss. Wavebeam. Und, oh, er ist ja schon tot. Was für ein Spacken. So, und jetzt haben wir wieder ein Problem. Der Aktivator wird durch Trümmerstücke aus Benditium blockiert. Das heißt... Da ganz oben können wir noch nicht hin. Außer, dass wir durch die Tür hier, glaube ich, gehen. Oder gab es hier noch eine andere Tür? Nee, oder? Auf der Etage nicht. Und da oben können wir jetzt eh noch nicht hin. Gut, dann gehen wir hier weiter. Zack. Ups. Der Blitzbomber, das können wir alles schon. Kennen wir schon. Wir wollen natürlich weiter runter. Zutritt zu den Phasominen Ebene 2 genehmigt. Kannst sogar nach draußen gucken, da sieht man den Einschlagskrater so ein bisschen. So, ich glaube, das Ding da in der Mitte, dieses riesige Ding, das ist sogar da, wo der Shoso-Tempel ist, also der Artefakt-Tempel. Das heißt, wir sind ein bisschen neben dem Tempel. Ups. Zugang zum Elite-Tesla-Labor? Ich glaube, von da kommen wir doch. Ah, warte mal. Hier ist jetzt ein richtig fieser Typi versteckt, aber...
Tja, wenn man es weiß. Trotti. Ah, ich finde es herrlich, wenn sowas klappt. Wenn man das halt weiß, dass sich da einer versteckt und man diese explodierende Kiste einfach abschießt, dann boom und schon hat es den da runtergesemmelt. Der konnte nichts machen. Der dachte wohl, der war da oben safe, aber da war Samus ein bisschen schlauer. So. Ah ne, doch nicht. Das ist das Elite-Testlabor. Wir waren ja gerade vorher noch bei der Erzaufbereitung und dann waren wir bei der Elite-Forschung. Jetzt sind wir im Elite-Testlabor.